Leute, da bin ich wieder zurück zu Luigi's Mansion. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben und haben diese Mega-Schatzkammer gefunden. Luigi ist reich. Oh yeah. Aber wir haben natürlich auch einen weiteren Schlüssel bekommen. Und der führt uns da oben rein, wie ihr sehen könnt. Okay, schau mal am besten gleich mal nach, was sich da befindet. Los geht's. Ich liebe dieses Spiel einfach, es ist so cool. So. Hier taucht eh wieder ein Geist auf hinter mir, oder? Vielleicht ist hier was drin, in der Vase. Ein Herz kann ich gebrauchen. Gib her. Hallo. Komm. Ich weiß, es bringt nichts, weil immer wieder neu spawnen. So, hier ging es rein, ne? Ja. Ach, das war der Raum. Oh, ich erinnere mich. Man muss hier alle Instrumente aktivieren. Und dann erscheint ein Geist. Das war. Nein, die. Das sollst du ja aktivieren. Dann hier die Trommeln. Und das Xylophon noch. So, und jetzt müsste. Genau, jetzt müsste ein Geist auftauchen. Ich heiße Melodia. Man nennt mich die geistreiche Schönheit der Elfenbeintasten. Okay. Welch eine rührende Darbietung. Seit Jahrhunderten hat mich kein Stück mehr derart verzaubert. Du scheinst mir sehr musikalisch zu sein. Magst du dir meine Klaviersonate anhören? Gut, ich fange an. Jo, nicht schlecht. Übrigens, dieses Stück stammt aus einem berühmten Spiel. Kennst du diesen Klassiker? Das müsste SMW3 gewesen sein. Ganz genau, du hast recht. Sehr beeindruckend, wie sehr bist du musikalisch annähernd so bewandert, wie ich es bin. Möchtest du nicht vielleicht ein wenig mit meinem lieblichen Notenblättern auseinandersetzen? Oh shit. Nein! Komm her, Mann. Okay. Ja, die ist schon deutlich hartnäckiger. Die Geister werden immer hartnäckig. Nein, der Pilz. Nein! Komm her! Yes! Nice. Und wieder die große Perle bekommen. So. Aber der Behuf fehlt uns noch. Vielleicht ist er hier drin? Nee. Hier ist er. Klavier hat er sich versteckt. Der hat 40 Leben. Und den haben wir auch bekommen. Nice. Fantastisch, Luigi. Und den nächsten Key. Dieser führt uns wohin? Da rein, okay. Ich glaube, sonst gibt es hier nichts mehr zu finden. Nee. Geh mal weiter. So, genau. Ich erinnere mich, was jetzt kommt. Man hört es vielleicht schon. Nee, man hört es nicht. Gab es hier nicht auch einen Secret Geist? Moment, lass mich mal was schauen. Nee, gab es nicht. Nein, ich hab die doch eingesaugt, diese scheiß Banane. Wo kommt die eigentlich her? Oder war hier ein Secret Geist? Ja. Ich wusste es doch. Der, wo halt wieder Geld gibt. Boah. Yes! Ein Smaragd. Gib her. Ja, Mann. Nummer 3 schon. So, und zwar seht ihr jetzt wieder zwei Kerzenständer. Die müssen wir wieder anzünden. Wir können auch die Tischdecke runterziehen. So. Und dann müssen wir diesem Fressack den Kuchen oder was auch immer das ist. So, und diese Kellner oder was das sind, diese Geisterkellner, die bringen ihm immer wieder was zum Essen. Deswegen müssen die auch dran glauben. Ach, komm her. Komm her!
Nein! Nein! Ich hatte ihn doch! Okay, jetzt habe ich es auch so geschafft. Aber dich tauche ich auch noch ein. Jetzt rastet der halt richtig aus. Oh mein, okay, ich hab den. Die müssen wir jetzt auch ausweichen. Also der rastet richtig aus. Wenn er nichts zum Fressen bekommt. Na warte. Der ist auch ziemlich hartnäckig. Den auf einmal zu bekommen ist richtig schwer. Ich schaffe das nicht. Aber ich gebe mein Bestes. Ja, chill, Junge. Spuckt der da eigentlich? Bah. So, jetzt habe ich dich aber. Komm her, Mann. Den bekomme ich nicht beim erst, beim auf einmal, weil der echt hartnäckig ist. Oder? Doch! LOL! Das ist echt schwer, Leute. Glaubt's mir, das ist nicht so einfach, wie es jetzt aussah. Nice. Habe ich alle Perlen bekommen? Oder ist da hinten noch eine? Ne, ich glaube, ich habe alle bekommen. Nice. So, dann gibt es natürlich auch hier wieder einen Buhu, der sich hier versteckt. 80 Leben. Ach du Scheiße. Ja, da, den bekommen wir nicht. Okay. Aber hier gibt es wieder eine Menge Geld. Und einen besonderen. Was hier ist? Noch ein Buhu? Ach stimmt, da ist ja einer letztens geflüchtet, oder? Wir werden es gleich sehen, ob sich hier noch ein Buhu versteckt. Nee, doch nicht. Okay. Dann geht's hier weiter. Und hier brauchen wir, glaube ich, sogar Feuer. Hier gibt's ein Herz, das nehme ich gern mit. Ich glaube, hier ist was, ne? Ja. Das ist ein Feuergeist, den müssen wir zuerst verbrennen und dann können wir ihn einsaugen. Und hier gibt es auch einen versteckten Rubin, den will ich euch gerne zeigen. Und zwar, wenn man das hier aufmacht und diesen Ofen anheizt, dann droppt ein Rubin. Cooles Secret. So, wo ist der Buhu? Hat er sich im Kühlschrank versteckt? Nein. Hier vielleicht? Auch nicht. Dann hier. Wieder 80 Leben. Ja, Luigi, komm. Yes, den habe ich bekommen. Okay. Wie gesagt, ein Buhu ist uns bis jetzt entflohen, aber den bekommen wir schon auch noch. Keine Sorge. So. Hier gibt es auch was ganz Besonderes. Und zwar das hier. Ihr seht schon, die Tür links brennt. Wir werden gleich erfahren, was das ist. Hallo Luigi, über was bist du nun wieder gestolpert? Oh, ach, das ist eine Wasserelementmünze. Nun kannst du Wasser einsetzen. Und natürlich können wir mit dem Wasser die Tür links löschen. Es funktioniert genauso wie es vorher, einfach mit L. Und wir können auch jetzt Pflanzen gießen. Ja, das hört sich jetzt unspektakulär an, aber aus diesen Pflanzen droppen oftmals sehr viel Geld oder Rubine. Und zwar können wir jetzt hier diesen Wassergeist einsammeln und können die Tür hier löschen. Hier ist nichts mehr. Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal weiter. Genau. Das ist auch ganz wichtig hier. Diese Pflanze ist extrem wichtig. Die müssen wir nach jedem Bosskampf einmal gießen. Für einen extrem kostbaren Kristall, einen goldenen. Da gibt es nur zwei davon im Spiel. Ihr seht schon, die wächst immer. Und nach jedem Bosskampf müssen wir die einmal gießen. Und ja, ihr werdet sehen. Ein Hund da. Der ist auch hartnäckig. Bist du wahnsinnig? Ich kann ihn noch nicht einsaugen. Alter. Hau ab. Hau ab, Mann. What the fuck? Was ist das? Ein Skelett. Wow, der Hund. Schnell saugt es auch ein. Oh Gott. Ach, es droppt einen Knochen. Und der frisst dran. Okay. Jetzt können wir ihn einsaugen. Schön in die Ecke treiben. Boah, der ist hartnäckig. What the fuck? Was ist denn das für ein Hund, ey? Komm. Jetzt, wir haben die große Perle. Nice, den haben wir bekommen. Hätte ich auch nicht gedacht.
So. So, sonst haben wir alles. Nehmen wir nochmal Wasser mit. So, und ihr seht jetzt schon, diese Hundehütte blinkt. Oh, da hinten ist der Friedhof. Och du Scheiße. Und zwar müssen wir jetzt hier mit A auf Prüfen gehen. Und schon werden wir auf den Friedhof geworfen. Ob das jetzt so eine gute Idee war? Ich weiß ja nicht. Friedhof. Ach du Scheiße. Also jetzt verstehe ich, wenn Luigi Angst hat. Und hier ist übrigens auch ein Rubin versteckt. So. 4 schon. Läuft richtig gut. So, wir stehen auch kurz vor dem zweiten Boss, ne? So, aber irgendwo befinden sich hier noch Geister. Hier hinten ist nichts, ne? Nee, okay. What the fuck? Ach du Scheiße, die werfen mit Knochen auch noch. Aber den einen schön in die Ecke gedrängt, den haben wir. Nice. Kann ich die beide gleich mitnehmen? Oh, schade, fast hätte ich sie bekommen. Achtung, der wirft. Ausweichen. Den habe ich. Und dich noch. Okay, ich hab mich zwar einmal getroffen, aber das ist nicht so schlimm. Okay. Ach du Scheiße, was geht jetzt ab? Hier ist nichts mehr, ne? Ich glaube nicht, ne. Gucken wir hier noch nach. Hier ist noch ein Herz. Okay. Gib mir das. Und hier wartet nämlich jetzt der zweite Bosskampf. Boah, noch ein Herz. Der zweite Bosskampf auf uns. Ihr seht schon, Luigi hat Angst. Was auf jeden Fall nachvollziehbar ist. Oh mein Gott. Okay, wo sind wir denn jetzt? Scheiße. Na, warte. So, und zwar müssen wir den Bosskampf besiegen, indem wir die hier ansaugen. Diese schwarzen, weil das ist nicht der echte Boss. Und dann müssen wir es. Nein, dem hier an den Kopf donnern und dann können wir ihn einsaugen. Vorher geht's nicht. Scheiße. Jetzt habe ich den nicht getroffen. Aber jetzt. Der ist mega. Ihr seht schon, der geht richtig ab. Also nicht mehr so einfach wie der erste Boss. Ach, ja, genau. Hallo, wie viele sind denn hier? Nice, ich habe ihn. Boah, wie der abgeht. Nein, hier sind schon so viele. Boah, der ist echt krass, Mann. 43 Leben. Wir haben ihn schon ganz gut bearbeitet. Aber er wird immer stärker, habe ich das Gefühl. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da. Habe ich dich. Oh, er läuft schon auch in seine Kopien rein. Weil dann haben wir keine Chance, irgendwas zu machen. Oh mein Gott. Was? Ich habe ihn doch. Besser ist, man nimmt natürlich die größeren. Und dann hat man eine höhere Chance, ihn zu treffen. Ah, jetzt habe ich wieder den kleineren erwischt. Achtung. Wo ist er jetzt hin? Er hat sich gerade wieder wegteleportiert. Wo? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Scheiße. Ich habe ihn nicht gesehen. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Hier ist er. Nice, das war gut. So, und jetzt habe ich dich, Mann. Es ist vorbei. Nice. Zweiten Boss geschafft. Und einen großen Key. Okay, der war auf jeden Fall hartnäckiger als der erste Boss. Luigi, hörst du mich? Ich bin froh zu sehen, dass du in Ordnung bist. Dein Signal ging verloren, also bei diesem Blitzeinschlag. Das war ein heftiger Kampf auf jeden Fall. Warum schaust du nicht mal im Labor vorbei? Genau. Jetzt müssen wir nämlich die Geister wieder, die wir gefangen haben, in Gemälde verwandeln. Gute Arbeit, Luigi. Du bist unversehrt zurückgekehrt. Dein Staubsauger scheint voller Geister zu sein. Was hältst du davon,
wenn wir sie durch den Geisterportrifizierer jagen. Ja, auf jeden Fall. Los geht's. Okay. Ich finde Professor Aigid cool. Ich finde schade, dass er in so wenigen Spielen dabei ist. Aber ich bin echt zufrieden. Wir haben echt alle Bosse in einmal eingesaugt. Außer halt den Endboss. Aber das war auch nicht mein Ziel. Beziehungsweise der Boss, nicht der Endboss. Und sogar den Hund. Der Hund ist ziemlich schwierig und dieser Fresssack da, ich weiß nicht, wie die nennen. Nun, wir haben es geschafft, die Geister wieder in Bilder zurückzuverwandeln. Vielen Dank für deine Unterstützung, Luigi. So. Okay, so heißt der. Die schwebenden Turteltauben. Melodia haben wir. Herr Tatterich. Der Hector. Und Herr Finsterling. Okay. Insgesamt haben wir 9 Geister schon gefangen. Gucken wir mal, wie viel Money wir schon gesammelt haben. Das müsste extrem viel sein. Ein blauer gibt 500. Ah, gelber. Rot. Der gibt 2 Millionen, dieser silberne Kristalle. Und insgesamt haben wir schon 26 Millionen. Nice. Ja, zur Villa wieder, ne? Ich meine, wir haben zwar jetzt eine Menge Geld und so, aber Mario haben wir immer noch nicht gefunden. Und das ist ja oberste Priorität. So, und jetzt, ihr seht jetzt schon, jetzt ist hier auch alles erleuchtet. Irgendwo fehlt mir noch ein Buhu, ne? Aber wo ist der rein? Ist der hier rein? Nee. Irgendwo ist mein Buhu entwischt, aber keine Ahnung, wo der ist. Egal, wir müssen eh noch später hier noch zurück. Gut. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Genau, jetzt können wir hier durch. Mit dem Boss-Key. So. Gut, Leute. Und was sich hier hinter dieser Tür befindet, das erfahren wir im nächsten Part. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.